Und damit herzlich willkommen zurück hier im AMXC-Universum. Ich bin der Shintoaga, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Auch der hat... Ja, vielleicht, ich weiß nicht. Also, wie ich schon vermutet habe, die meisten dieser Bergbauschiffe wollen Silizium abbauen. Aber wir wissen halt nicht wo, beziehungsweise ob die überhaupt da ankommen. Ich kann ja mal, wie ich es ja in der letzten Folge schon mal angedeutet habe, mal kurz im Livestream mit dabei sein, um zu schauen, ob ich das auf diesem Weg herausfinden kann. Aber ich vermute mal, wie gesagt, diese Bergbauschiffe werden früher oder später abgefangen, dass sie das Ziel gar nicht erreichen. Mal gucken, ob der... Ja, geht. Ich finde, es ist ein recht interessantes Design von den Bergbauschiffen der Xenon. Die sehen gar nicht so gefährlich aus, ne? Aber eher so ein bisschen putzig. Obwohl, jetzt die ganze Zeit hier dabei bleiben, um zu gucken, wo er hinfliegt, das kann eigentlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Das kann auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Na, immerhin, 75.000 Graphen haben wir jetzt schon hier geliefert. Ja, es ist auf jeden Fall schwierig, jetzt hier zu entscheiden. Oh. Sieht mir jetzt, oder täuscht das nur, das sieht mir gar nicht mehr so gesund aus. Die Station, die wir gebaut haben für die Sturmflugstreicher, aber die wollten kein Beschützion, also kein Beschützion Schutzstation oder Schutzmodul, also haben sie auch keins gekriegt. Apropos Aufklärung, ist eigentlich auch eine gute Idee. Was haben wir hier? Wolken der Atreus. Jetzt haben wir aber alle. Haben wir alle, ne? Oder müssen wir eigentlich alle haben? Alle Boronensektoren. Wahnsinn, was hier noch an Hüllenteile eigentlich fehlt. Ansonsten ist eigentlich... Ja gut, Nanotronik auch noch. Ne? Das... Auf der anderen Seite denke ich mir, so viel wie die hier rausgeschickt haben, müsste da irgendwann mal was zurückkommen. Aber so wie ich mein Glück kenne, sobald hier wirklich mal eins zurückkommt, wird das gleiche aufs Korn genommen von irgendwelchen Teladi hier. Das würde dann irgendwie so ins Bild passen.
Tja. Ich kann natürlich jetzt nochmal Folgendes machen. Und zwar... hier einen erweiterten Satelliten aussetzen. Und dann mal gucken, ob die, die durchkommen, wohin die fliegen oder ob die alle abgefangen werden. Um schon mal ungefähr eine grobe Richtung zu haben, dass ich die vielleicht mit Satelliten-Signalen verfolgen kann besser. Hier mal schauen, ob hier mal welche rauskommen. Also einmal ja schon. Weil wenn nicht, dann kann es ja durchaus sein, dass sie doch hier irgendwo auch rummachen. Oder hierhin. Das wäre ja ein Abbaugebiet. Also, mal schauen, wann hier die nächsten wieder langkommen. Kann ja nicht allzu lang dauern. Mal gucken, ob die da oben auch rauskommen. Weil wenn die dann in Dreieinigkeit nicht rauskommen, dann hat sich der eine, den ich verfolgt habe, sich vielleicht nur verflogen. Und die fliegen vielleicht dann doch irgendwo hier lang und hier lang und hier rein vielleicht. Vielleicht denke ich aber auch einfach zu kompliziert. Ich meine, kann ja auch sein. Weil es dann natürlich Sinn machen würde, hier auch einen Satelliten aufzustellen. Das Ganze jetzt im Sensor-Modus. So, jetzt warten wir mal, bis hier wieder welche kommen. Mal schauen wir mal, in welche Richtung die fliegen. Gut, dass diese Missionen kein Zeitlimit haben. Dann hätte ich das wahrscheinlich schon um 100 Mal überschritten. Aber jetzt will irgendwie keins mehr kommen. Ah, die kommen ja wahrscheinlich dann immer in Rudeln, haben wir ja gesehen. Na kommt schon. Wenigstens eins jetzt.
Ja, wenn jetzt mal welche kommen sollen, kommen natürlich keine. Selbst nicht mehr aus der Richtung. Weil auf der habe ich es eh aufgegeben. Gut, der Vorteil ist, wenn man Zeit im Zinser verbringt, im Hintergrund läuft alles schneller. Die Taranin-Hauptstadt ist vielleicht bald mal fertig. Oder meine Schiffswerft. Nee, da fehlt es noch ordentlich an Hüllenteile. Aber okay. Das wird ja trotzdem. Und die Paraninenhauptstadt, wie weit sind wir da? Na, komm her. Da sind wir jetzt hier an den hinteren Containerlagern, ja. Also man sieht schon, dass das Teladi-Militär ist ja doch ordentlich präsent. Da haben wir doch wieder eins. So, mal gucken, ob noch welche kommen. So, jetzt schauen wir mal. Also fliegt auf jeden Fall hier durch. Das haben wir ja schon. Naja, aber es wird abgefangen. Ja. Das ist natürlich das, was jetzt nicht hätte passieren dürfen. Jetzt hätte sich das Teladi-Militär durchaus schon früher mal irgendwo anders hin verpieseln können. Aber ja, natürlich, die greifen das natürlich an, klar. Das ist ein Feind. Nachschubwege unterbrechen. Das ist so ziemlich das Wichtigste, was man in dem Fall tun kann. Für mich ist natürlich jetzt wieder mal doof gelaufen, weil ich kann jetzt nicht schauen, wohin es fliegt. Und jetzt ist es natürlich wieder nur eins gewesen, nicht 5, 6 an einer Perlenkette. Es ist ein Kreuz. Es ist ein Kreuz. Da kommt das nächste. Komm jetzt. Du kommst jetzt durch. Oh nein. Da kommt jetzt die ganze Scheißflotte schon wieder zurück. Naja. Vielleicht. Vielleicht hat er Glück. Nee. Das staut sich jetzt genau davor. Das wird da. Also vielleicht. Gut. Vielleicht haben wir Glück. Okay. Wir scheinen Glück zu haben. So, und er fliegt jetzt den gleichen Weg wieder. Ja, also daran hat sich nichts geändert. Er fliegt also hier hin Richtung 3 Einigkeit. 3, ja. Das heißt, er müsste dann jeden Moment hier durchkommen und dann schauen wir mal, wohin fliegt. Gegner sind jetzt hier nur ein paar, aber... Da ist er. Und er ist jetzt in den... Nach unten ist er auf jeden Fall. Ja. Das ist natürlich jetzt schwer nachzuvollziehen, wo er hin will. Das bringt uns also auch nichts weiter. Nicht viel weiter. Weil sobald die natürlich in dem Highway sind, wird es unheimlich schwer, die zu verfolgen. Gut, jetzt könnte man sich natürlich überlegen, wo würde ich abbauen, aber ja, würde man da dann auch, also hier zum Beispiel. Ja, ich habe keine Jäger mehr, die ich auf die schicken kann, außer meine Patrouillenflotte hier. Gucken, ob noch was, ob noch was anderes zerstört wurde in der Zwischenzeit. Der letzte, hoch, funktioniert, war ja der Erzsammler
Geschütz kommen in den Erzschürfer, ja. Ja, ja, oh, das ist. Das tut immer noch weh. Es tut immer noch weh. Ja, was soll ich sagen? Ja, was soll ich sagen? Also ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, wie ich die Mission jetzt weiterführen soll, weil wo soll ich jetzt suchen? Na gut, den hätte ich jetzt wieder verfolgen können, weil er nicht abgeschossen worden ist. Aber ehrlich gesagt ist mir das auch zu mühselig, jedes Mal zu warten und zu hoffen, dass irgendwann ein Sammler durchkommt. Ein Erzschürfer, der Xenon durchkommt und ich den dann verfolgen kann, wo der hinfliegt. Das Einzige, was ich machen kann, ist wirklich hier absuchen. Die Abbaugebiete, aber boah, das kann ja... Das kann ja ewig dauern. Macht irgendwie auch keinen Sinn. Also entweder muss ich es manuell verfolgen, nach wie vor. Aber ich habe so das dumme Gefühl, dass ich spätestens hier auf den Highway verlieren würde. Also ich habe noch mitgekriegt, dass es nach unten geflogen ist, irgendwo hin. So, das heißt, es kann jetzt hier überall mal abgebogen sein. So, dadurch, dass es nach unten geflogen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hier oben irgendwo hin wollte, relativ gering. Also zumindest hier der Teil, weil da wäre es nämlich in die Richtung hochgeflogen. Und auch hier können die ja relativ weit außen schürfen, so dass ich es gar nicht mitkriegen würde. Boah, das ist eine doofe Mission. Also da habe ich im Endeffekt keine andere Chance, als hier wirklich zu gucken, dass eins von den Schiffen zurückkommt. Ja. Jetzt geht es hier der Mikrochip-Station an den Kragen. Weiß nicht, ob die bewaffnet ist. Ja, sieht so aus, die ist bewaffnet. Ja, also Grundidee war, denke ich mal, nicht verkehrt. Die Variante kann ich noch machen. Ich sage jetzt der Nexus Narnia bis auf weiteres folgen. Erreiche System, Evas Zwilling. Vielleicht klappt das besser.
als wenn ich das manuell mache. Muss dann nur darauf achten, dass ich dann rechtzeitig selber das Kommando übernehme, falls irgendwas schief geht. Und hoffen, dass das ein Schiff ist, was durchkommt. Ansonsten würde ich das beim nächsten einfach mit einem schnellen Jäger probieren. Sowas fuchst mich, wenn ich so eine Mission nicht einfach so abschließen kann. Also gut, ein bisschen Aufwand. Ich meine, wir kriegen insgesamt fast 1 Million dafür an Credits, aber ja, ich will sie dann auch irgendwie aus Prinzip irgendwie abschließen dann. Ja, also wenn du länger so brauchst, dann... gucken, ob er den dann nicht sogar irgendwann aus den Augen verliert. Also, wenn er den jetzt behält, da wo er hinfliegt, also quasi ins Ziel behält, dann ist alles okay. Weil dann führt er mich früher oder später zum Abbaugebiet. Muss ich halt nur hoffen, dass wir... ja, dass das Schiff halt nicht zerstört wird. Evas Zwilling 1. So, so wie das aktuell aussieht. Ja, ist das Bergbauschiff irgendwo gegen gedotzt. Aber es wird nicht angegriffen. Das heißt, er schafft es unter Umständen. Und dann. Kommst du da jetzt frei oder nicht? Krass, wie schnell die Station übrigens wieder aufbauen hier. Okay. Dem Schiff können wir jetzt komischerweise nicht mehr folgen. Warum auch immer. Aber das macht jetzt auch nicht so die Anstalten, jetzt hier richtig mal Gas zu geben und irgendwo hinzufliegen. Ja, der will sowieso Erz abbauen. Das, aber ja gut, da wo Erz ist, ist ja meistens auch Silizium. Was ist mit dir? Will auch Erz abbauen. Ja gut, macht nichts, solange wir ins Bergbaugebiet kommen. Aber Silizium wäre natürlich besser, weil dann lassen wir den Bauch voll machen und dann scannen wir den. Aber dem folgt er jetzt auf jeden Fall, weil der ist auch, glaube ich, hier irgendwie reingeglitscht in die... Der kommt da irgendwie nicht mehr raus. Ich werde schon mal hier einen Erkunder platzieren, dass ich den notfalls dann mal auf einen ansetzen kann. Aber ich vermute mal, das wird eh dauern. Der hängt immer noch hier fest.
Ah, jetzt ist er wieder freigekommen mittlerweile. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, aber ich dachte halt, es gab doch, glaube ich, so einen Folgenbefehl. System, Dreieinigkeit. Oh, okay. Also wenn er da durchgekommen ist und danach sieht es hier aus. Hat er Glück, dass er von dem Geschwader vom Finanzministerium verschont geblieben ist. Ah, da ist er doch wieder. Ja, aber tatsächlich sollte ich vielleicht dann mal schauen, dass ich dann ein Schiff erwische, was tatsächlich Silizium abbauen will. Aber der hier ist noch im Spiel, dann schauen wir mal. Also, mein Kapitän Boston Sam, die hat ihn auf jeden Fall noch nicht aus dem Blickfeld verloren. Aber da wird er schon attackiert. Ja, und schon ist er Matsch. Und das war's dann schon wieder. Ja, deswegen ist der Befehl. Ja, kann man nichts machen, ne? Kann man nichts machen. Aber so, glaube ich, ist die beste Variante, versuchen, Xenon-Abbaugebiete zu finden. Aber ja, ihr habt es ja selber gesehen. Schwierig. Und deswegen wird das auch der Grund sein, warum da keine zurückkommen. Es, ja. Was allerdings auch gleichzeitig heißen sollte, dass die Xenon eigentlich fast gar keine Materialien mehr in dem unteren Gebiet bekommen. Dass sie da eigentlich nichts bauen können. Entweder haben die noch so viel auf Lager, weil wir sehen ja, was dort an Jägern, also an PSN und Ms, da in Heverzwilling 2 denn rausgejagt wird. Erreiche System, Frommer Nebel. Das ist ja schon ordentlich. So, das müsste doch die Paraninenhauptstadt schon hier hinten sein, oder? Ja. Ja. Das könnte sie sein, also die im Bau befindliche. Ja, hier wird auch fleißig weitergebaut. System, Nupileus Glück. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen von irgendwelchen Bauteilen. Das L-Dock ist noch nicht fertig. Aber dürfte auch nicht mehr zu lange dauern. Ja, doch, dauert schon noch ordentlich.
Aber ja, es fehlt nur noch Höhlenteile jetzt, ansonsten ist alles am Start. Statt ihm doch mal einen Besuch ab. Erreiche System, frommer Nebel. Ja, und mit diesen Aussichten war es das für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Seid gespannt, wie es weitergeht hier beim X4-Universum. Und ja, vielleicht finden wir die Xenon-Abbaugebiete oder wir finden sie nicht. Wir werden es sehen in einer der nächsten Folgen. Bis dahin, habt auch eine schöne Zeit. Macht's gut, euer Shinduaga. Ciao.